So, liebe Freunde von Kömpf TV, ich begrüße euch recht herzlich in unserem neuen Studio. Ihr seht, ich habe es mir wieder richtig bequem gemacht und freue mich auch jetzt schon wieder auf eure Anfragen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo liebe Freunde von Kömpf24, ich begrüße euch heute recht herzlich zu einem weiteren Video von uns von der Montage eines Biohort-Hauses, Biohort Avantgarde. Ihr seht, wir sind schon fleißig im Gang. Hier hat unsere Kunde das Sorglos-Paket ausgewählt, das heißt, wir bringen die Ware mit und packen sie dann dementsprechend vor Ort aus. Wie man hier so schön sieht, wir schneiden die Pakete dementsprechend an den vorgegebenen Linien auf, so dass man auch die Ware nicht beschädigt und keine Kratzer auf dem Lack macht. Wir sortieren unsere Teile, unsere Materialien, sei es Glasscheiben, sei es unsere Blechteile, sei es unsere Aluminiumteile. Wir schauen auch dementsprechend immer noch mal separat bei jedem Auftrag in die Montageanleitung. Das bedeutet, wir schauen, ob sich eventuell auch was geändert hat, was immer passieren kann. Für die Montage des Bodenrahmens ist nichts weiter zu beachten. Das ist selbsterklärend. Die Maße sind vorgegeben. Wir stecken unsere Kunststoffwinkel in die davor gesehenen Öffnungen, schlagen die mit einem Kunststoffhammer ein und somit ergibt sich das Maß des Bodenrahmens. Auf dem Bodenrahmen montieren wir dann schon unsere Führungsschienen, wo die Seitenwandelemente gesetzt werden. Wir setzen die Seitenwandelemente, wie schon bei meinen letzten Videos gezeigt, immer separat. Das bedeutet Wand für Wand, ist natürlich ein bisschen entgegengesetzt der Aufbauanleitung wie von Biohort empfohlen. Möchte ich ganz kurz erklären, wenn ich die Aufbauanleitung der Firma Biohort verwende, kann ich das Gartenhaus unproblematisch allein aufbauen. Da unsere Monteure aber immer zu zweit sind, bauen wir es so auf und gewinnen natürlich dort auch dementsprechend Zeit, um uns dementsprechend auch den Kunden nachher mehr widmen zu können. Und das ist der einzige Grund, warum wir das so machen. Natürlich bei Wind und Sturm machen wir das nicht. Da halten wir uns auch an die Aufbauanleitung, dass nichts kaputt gehen kann, dass sich nichts verbiegen kann. Wir bauen jetzt hier die einzelnen Elemente ein. Darauf ist zu achten, dass wir Seitenwandelemente haben, beziehungsweise im Bereich der Tür sind Türensegmente, die sind dementsprechend vorgearbeitet, wo die Schlösser nachher auch eingebaut werden, beziehungsweise nachher unsere Versteifungsbleche eingesetzt werden, um einfach der ganzen Geschichte Stabilität zu geben. Ihr seht, das Ganze ist mittlerweile schon fortgeschritten. Momentan sieht es noch sehr, sehr instabil aus, was es aber nachher zum Schluss nicht mehr ist, indem man nachher oben noch das Dach montiert. Wenn man die Profile aufgesetzt hat, hat man schon die nötige Stabilität. Das ist das, was wir jetzt hier machen, wie ihr seht. Und es ist praktisch oben eingesteckt wie unten. Das ist ein sogenanntes U-Profil auch und gibt uns die dementsprechende Stabilität. Auch hier an der Seite die Seitenwandelemente, wie schon gesagt, werden jetzt hier die Stabilisierung reingemacht, dass wir auch dementsprechend unsere Scharniere für die Tür befestigen können, dass sich da auch kein Blech verwinden oder verdrehen kann, dass sie lange viel, viel Freude mit ihrem Gartenhaus haben. Ihr seht, das ist jetzt alles schon dementsprechend ordentlich verschraubt. Jetzt kommen die Seitenelemente drauf.
Hierbei ist auch zu beachten bei dem Modell Avantgarde, dass man die Seitenwände oben für das Dach nicht komplett gleich fest verschraubt. Vorne haben wir hier eine schöne Plexiglasscheibe drin, dass auch das Bio-Hothaus lichtdurchflutet ist. Hier bereiten wir jetzt unser Mittelstück für das Dach vor. Auch hier kommt ein sogenanntes Kompriband oben drauf, dass das Blech da oben auch anständig aufliegen kann und dementsprechend auch dicht aufliegt. Ihr seht jetzt hier, das ist diese Blende, wo ich eben gerade gesprochen hatte, wird aufgesetzt und dann nachher oben die Teile festgeschraubt. Hier bereiten wir jetzt unsere Dachrinnen vor. Die Dachrinnen sind rechts und links, dementsprechend mit Abläufe vorgesehen. Die Abläufe sind geliefert mit einer Dichtung, wird ganz einfach hier von Hand angezogen. Und man kann die Ablaufrichtung selbst bestimmen, nach links oder nach rechts, wie man es gerne möchte. Die Dachsegmente werden gesetzt mit den dementsprechenden Anfang- und Endsegmenten verschraubt, sowie auch hinten mit unserer Dachrinne. Das ergibt dann nachher ein Ganzes. Hinten muss man natürlich darauf achten, dass auch die Schrauben ordnungsgemäß sitzen. Das ergibt sich automatisch, wenn man das Bio-Hothaus ordentlich ausgerichtet hat, das bedeutet auch die Diagonale dementsprechend bestimmt hat, dann passen auch alle Schrauben. Falls das mal nicht sein sollte, dann einfach noch mal ein paar Schrauben lösen und das Ganze noch mal nachrichten, das ist überhaupt kein Problem. Wie man jetzt hier bei uns auf dem Video so schön gesehen hat, wir arbeiten hier mit einem Dorn, das ist ein überdimensionaler Nagel, so dass man auch dementsprechend die Platten ausrichten kann und die Schrauben dementsprechend einfach auch durchführen kann. Und von unten werden die Schrauben dann nachher mit einer Unterlegscheibe und einer Mutter gesichert. Und dementsprechend gibt das dann den Halt. Wir kommen jetzt zum Einbau der Türen. Den Einbau der Türen gestaltet sich sehr einfach. Wir ziehen ein Dichtungsgummi ein, so dass es auch gegen Schlagregen geschützt ist. Bereiten dann dementsprechend unsere Scharniere vor. Man hat dann ein oberes und ein unteres Scharnier. Das wird einfach mit den Schrauben wie üblich an den Blechen montiert und dann dementsprechend locker lassen wir es meistens hängen, so dass man die Tür ordentlich einhängen kann. So mache ich das eigentlich immer und danach, wenn die Tür dann drin ist, so wie jetzt hier, setzt man das obere Scharnier. Das macht das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Man könnte natürlich auch beide setzen, aber so ist es natürlich einfach. Hier bereiten wir jetzt unser Schloss vor. Auch hier gibt es nochmal eine Edelstahlverstärkung, so dass auch unser Schloss bzw. der Riegel richtig einrasten kann. Man bereitet das dann dementsprechend so vor, dass auch alles fest ist und danach kann man sich dann schon dem Schloss bzw. der Türklinke widmen. Auch hier haben wir von BioHot ein ausgeklügeltes System, was absolut praktisch ist, für jeden zu verstehen ist und sehr, sehr einfach zu montieren ist. Man kann es mit dem Akkuschrauber machen, man kann es natürlich auch normal mit einem Schraubendreher machen. Nachdem dann alles eingestellt wurde, setzt man die Blenden auf. Hierbei müsst ihr nur darauf achten, dass man die Blenden so setzt, wie auch die dementsprechenden Kunststoffvorrichtungen montiert sind. Hier in diesem Fall ist es jetzt so, dass der Kunde die Endposition des Gartenhauses an einer anderen Stelle gewünscht hat. Wir haben das praktisch vorne vormontiert, haben es jetzt hintergeschoben und wir haben danach nochmal die Diagonale gemessen, dass man auch sicher gehen kann, dass alles fest ist. Wir bohren das vor, setzen den Dübel und schrauben das dementsprechend an. Und danach ist das Gerätehaus dann auch geschützt, wenn doch mal ein Sturm kommen sollte. Die Winkel sind im Umfang mit enthalten. Das heißt, die Anzahl der Winkel ergibt dann praktisch auch die Anzahl der Positionen, die man am Bodenrahmen sich aussuchen sollte.
auch dem Innenraum sollte man dementsprechende Beachtung schenken. Wir haben hier ein Regalsystem, auch sehr gut ausgeklügelt. Ihr seht hier, die Einlageböden werden umgeklappt rechts, links. Dann bekommt man die nötige Stabilität und man kann es einfach einhängen. So wie jetzt hier gesehen, montiert man es einmal oben, dann kann man Material reinpacken, was, sage ich mal, gegen Herunterfallen geschützt sein soll. Das untere Regal hier montieren wir jetzt so, dass man Sachen normal draufstellen kann. Dann gibt es diese sogenannten Haken, die wir oben einsetzen. Das sind die Gerätehalterhaken. Die werden nach oben reingeschoben, dann klickt man die oben ein und das Ganze ist damit dann schon geschehen. Wir installieren jetzt hier unseren Aluboden. Ich muss noch dazu sagen, bei dem Aluboden, der hier mitgeliefert wurde, gehört normalerweise Sterretur dazu. Das wird untergelegt, ist hier in diesem Fall verzichtet worden auf Wunsch. Danach werden alle Schrauben nochmal nachgezogen, so dass dann auch kein Verrutschen mehr möglich ist. Und so ist unser Haus fertiggestellt. Ihr seht, einfach wunderschön eingerichtet, auch aufgebaut, so dass man es auch ordentlich nutzen kann. Wenn Sie möchten, können Sie natürlich noch Regalsysteme nachbestellen, Fahrradanhänger auch kann man nachbestellen. Gibt es viele Möglichkeiten, kann man bei uns nachlesen unter köm24.de und kann verschiedene Modelle sich auch aussuchen von Bio-Horthäusern. Wie gesagt, hier diesmal heute zu sehen, das Bio-Horthaus Avantgarde. Ich hoffe, euch hat unser heutiges Video wieder mal gefallen. Ich freue mich auf einen Daumen hoch. Bis dahin, euer Jens Schütt.